Herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Call of Duty Black Ops 4 Zombie Session mit Kundran, Items und McFly. Hallo. Moin, moin. Heute spielen wir die Map 9, römisch 9. Und mal schauen, wie wir das Ganze so hinkriegen. Die Map habe ich einmal mit den Peets gespielt und wir haben sie im Livestream als Opening gespielt. So, da ich für den Multiplayer gespielt habe, müsste ich mich einmal ganz kurz verteidigen, denn der Sound ist nicht so laut. Das ist ja hier in dem Modus immer so. So, bin aber schon wieder da. Direktmesser nicht anschießen. Macht hier keinen Sinn. Und direkt in Runde 1 ein Leben lassen. Das ist ganz wichtig. Ich habe ja einen bei mir. Du hast einen? Ja. Okay, denn jeder von uns kann jetzt einen Götterbanner kaputt schneiden. Das weiß ich nämlich noch. Die Götterbanner stehen hier an der Seite, die vier farblichen Banner. Ich schneide nur mal den roten hier ab. Ich habe das Feuer des Ra genommen. Moment. Wo? Okay. Hier, diese Banner. Soll ich den einfach mal nehmen? Ne, den habe ich ja schon, das ist Ra. Ach so. Du musst einfach das Seil. Ne, da ist ein hier. Seil, das geht da runter. Mach hier den blauen. Hier zum Beispiel neben mir. Ja, da. Ah, okay, ich sehe die gar nicht richtig, aber okay. Das Feuer der Danu wurde eingefangen. Ich nehme die mal ab, ja. Alles klar. Ich hatte irgendwas gelesen, dass wenn man sich von denen hauen lässt, die länger leben. Stimmt das? Ich glaube, es gibt viele Theorien, aber ob es wirklich so ist, kann ich dir nicht sagen. So, was wir jetzt aber haben, ist, dass wir Challenges auf der linken Seite haben. Jeder von uns hat jetzt in der Mitte im Altar ein Feuer, was ihm jetzt gehört. Ich muss zum Beispiel 6 Granatenkills gerade machen. Das ist jetzt in der Runde nicht mehr möglich, aber in der nächsten wahrscheinlich. Und die Challenges sollten wir so schnell wie möglich machen. Je weniger Runden wir das schaffen, desto eher kommen wir an die schwierigen Challenges ran. Da kommt auch später noch guten Stuff raus. Das ist das, was ich weiß. Ansonsten erstmal hallo an alle Zuschauer. Neue Session COD Zombies, 16 Uhr. Jeden Tag kommt eine neue Folge. Mal schauen, wie weit wir kommen. Wir hatten es im Livestream schon gemacht. Die Session wurde auch komplett hochgeladen. Das war unsere erste Zombie-Runde. Das heißt, wir haben noch nichts Großartiges gesehen. Das, was wir jetzt nämlich machen, ist diese 4 Tempel an den Seiten erstmal besuchen, um die Champions zu töten. Deswegen, ich glaube, den Zombie können wir killen und dann müssen wir uns aber mal für einen Tempel entscheiden. Die Frage ist, welche Mission man zuerst machen muss in der Hinsicht. Ich habe 5 Volltreffer hintereinander zum Beispiel. Ja, ich habe Messerkills, 13. Jeder hat seine eigene Mission. Ja, dann warte mal, Kundran hat 5 Messerkills, dann sollte der 13. Vielleicht anfangen, den Ja, aber dann solltest du den vielleicht messern. Okay. Weil das wird im Laufe der Zeit weit schwieriger als die Volltreffer. So, ich mach mal hier den ersten Tempel auf, damit wir hier schon. Ich hab einen schon aufgekauft. Also, wir haben den Zombie gerade getötet. Ja, ich weiß. Jetzt erstmal wieder die Welle machen und ein Leben lassen, auf jeden Fall. Okay, ich bleib mal in der Mitte. Ich wollte sagen, in der Arena bleiben ist, glaube ich, klüger mit 2 Leuten oder so. Kann man die besser kiten. Die Zuschauer ergötzen sich an unserem Leid. Ja, schon der erste Schubacken wollte von mir. Ja, dann lasst mich mal hier oben allein, dann versuche ich mir mal 6 Zombies zu sammeln, dann kann ich die vielleicht direkt naden. Ich hab hier 2, 3. Ja, ein bisschen umgucken. Sind halt noch nicht so viele Zombies hier. Ich treffe die halt nicht. Hier. Ich sammle mir gerade ein paar Zombies. Ich hoffe, ihr habt noch welche dann gleich. Ja, wir haben gar nicht eigentlich. Wow. Ihr habt gar keinen? Ja, hier ist ich habe auch keinen. Ich nehme mir einen von dir da. Oder es sind 2 gekommen jetzt. Ja, shit. Also ich brauche am besten noch einen. Ich komme nochmal zurück und hole mir nochmal einen. Okay, jetzt will ich die 3 kurz zusammenpacken. Damit ich die wegsprengen kann. Die Kontrolle der Angriffswege ist die beste Verteidigung. Sind wirklich so wenig nur in der ersten Szene. Ja. Wow. Ich habe keine. Hier unten kann ich ein Tor öffnen für okay. einen Sturm. So viel oh, hier ist gerade ein Feuer, glaub. Habt ihr noch einen? Ich glaub, einen haben wir noch. Ja. Ja, okay, dann sollten wir jetzt kurz den Champion hier töten. Wo ist der? Volltreffer machen? Wahrscheinlich. Oh, ja. Der Champion ist hier, wo ich bin. Bist du oben? Ja. Ich hatte nur weiter in der Arena rum, ne? Okay, du kennst das ja, du hast ja den Champion schon mal gesehen, Kunan ja noch nicht. Jo. Okay, diese Champions gibt's in allen 4 Tempeln sozusagen. Und die sind jetzt noch relativ schwach. Ich glaube, das ist sogar der Tiger, also da sollten wir vielleicht drauf schießen. Mir gefällt nicht, wie groß der Kerl ist. Nein, das ist kein Tiger, bei der Achse. Der wirft die auch. Sollte aber eigentlich noch nicht viel aushalten. Die auch noch als Volltreffer killen. Ja, ja, du musst in den Kopf abschießen sozusagen. Hintereinander, das ist halt das echte. Okay. Ja, ja. Das ist halt echt. Das ist so eine Challenge, die würde ich im Pokémon jetzt schon weglegen.
Ab 5 ist mir zu viel. 5 großartige Würfe hintereinander. Nee, also 3 kriege ich noch hin, aber 5 nicht. Das wäre mir dann Munition mehr. Na, wir könnten vielleicht schon eine Waffe kaufen, ihr habt ja schon Geld. Ja, das ist aber nur eine Shotgun, die ich hier habe. Ich guck mal gerade, ob ich... Wir sollten den jetzt langsam mal down ballern. Ich finde sehr interessant, dass der anscheinend genauso viel AP hat, rundenunabhängig. So wirkt es nämlich gerade. Aber wir kriegen den nicht weg. Ich gerade hat mir beim ersten Gegner letztes Mal, da hatten wir eine ordentliche Waffe, ne? Vorsicht. Wie kann mich einer von mir aus die Realität? Jetzt komm her, Kollege. Ich verlange mehr. Ah, der schlägt um sich. Er hat einen Arm verloren. Ja, ich hab draufgeneigt. Jetzt oh, jetzt rennt er. Krieg ich den Arm? Nee, schade. Krieg ich den Arm. Helm hat auch verloren. Okay. Ich muss mir jetzt eine Waffe kaufen, sonst bin ich weg vom Fenster. So, den ersten Champion haben wir jetzt. Der hat seinen Kopf gedroppt. Den hast du auch, glaube ich, eingesammelt, Kundran. Wer ist eigentlich egal? Also irgendeiner von uns hat den Kopf. Wir haben den alle. Wenn du Tab drückst, siehst du es unten links. Ja. Ah ja. Das heißt, wir haben den Kopf. Und wir brauchen halt den von allen vier Champions. Das ist zuerst mal die Challenge 1. Das ist das, was wir so oder so machen müssen. Additional parts required, okay. So, ich würde dann sagen, weiter kommen wir jetzt erstmal die Welle nicht. Wir können aber noch Türen aufmachen, oder? Wenn oben die Brücke, die ist, glaube ich, billiger als eine Tür, oben da, wo der Champion gerade war, kannst du die Brücke aufmachen, 1250, kommst direkt zum nächsten. Soll ich aufmachen? Wenn du möchtest, ja, wir sollten aber danach eine Waffe erstmal kaufen für alle. Weil der nächste Champion, du siehst ja, die halten ja doch schon ein bisschen raus. Ja, ja. Das heißt, wir können hier direkt den nächsten Champion dann machen gleich. Könnten wir, ja. Wir könnten den auch noch in der Welle machen. Ja, wer weiß, wie lange der Zombie noch genau lebt. Genau, wir wissen aber nicht, wie lange der Zombie ist, deswegen töten wir den lieber. Maxi, du brauchst auch in Reihe, ne? Hm? Du brauchst auch Headshots in Reihe, oder? Ja, ja, ich mach 5 Volltreffer. Ja. So, dann killt ihr euren auf jeden Fall mal. Hol ich mir die CZ? So. So. Der ist tot. Gut, und dann 5 Headshots in Folge. Vielleicht kriege ich es ja jetzt hin, Kappa, ne? Ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach mit einer Shotgun ist. Das ist halt die Frage, ob das denn zählt, ne? Ja, ich muss dieses blöde Perk hier öfter benutzen. Wir werden ihre Arme besiegen. Glaube ich 500 von meinem Geld? Das muss ich gleich mal checken. Vermutlich, oder? Nee, ich habe einen Perk. Ja, ich weiß. Ich glaube, ich gebe Geld ab. Okay. Das muss ich dann nochmal gleich. Okay, ich spawne nicht 500, sondern ich gebe 500 ab. Damit sich vielleicht wer was von euch kaufen kann. Aber auch das wäre okay. So. Habt ihr das eigentlich auch gehört? Ja, okay. Das Weil ich habe meine. Achso, ich habe meine Challenge gerade fertig. Meine erste. Okay. Ich hab kein Zombie mehr, kann das sein? Oh, ich nicht hab noch welche. Zombie killen. Ich hab nee, noch ich hab zwei. Ich hab auch noch zwei. Okay. Ich hab meine Challenge auch vollbracht. Das darf halt echt nicht wahr sein. Ich hab noch 2 Volltreffer zu machen. Ich hab noch einen Zombie. Ich hab zwei Zombies in der Mitte okay, der Arena. Warte, ich töte meinen mal noch. Ich hab 3 Zombies. Also, du kannst 2 locker noch machen. Hier okay. Sind auf jeden Fall 3. Ich okay. Komm. So, jetzt gleich müsste einer ja, McFly kurz wow. Den Zombie abnehmen, damit er seinen Reward so, schon claimen kann. Oh Gott, wenn du eine. Immer wenn du eine Quest fertig hast, musst du in die Mitte an dein Feuer ich gehen. Ich hab ihn. Ich hab's auch, alles ja. Sehr schön. So. Und dann kannst du deine Belohnung entweder annehmen oder ablegen. Ich hab's ja angenommen. Du musst ganz vorher auch schon sehen, was da ist. Get 5 consecutive Headshot Kills habe ich jetzt. Töten sie 13 Zombies mit einem Messer. Ja, ich muss immer noch 2 mit dem Messer töten. So, auf jeden Fall, die Art der Challenge ist, darum geht's. Also jetzt okay. Kann ich nochmal kurz... Kann ich, Alter, kannst du kurz zurückkommen? Ja, ja. Dann machen wir eben den Champion den zweiten. Ich habe auf jeden Fall eine Waffe jetzt schon. Ich habe mir nur eine CZ erstmal geholt gerade. Habt ihr angenommen oder abgelehnt? Weil ich sehe hier gerade ein Herz nur. Ich glaube, am Anfang kannst du es annehmen. Es kommt später kommt eine Waffe, das weiß ich noch. Kunan, bist du da? Ja, ich spawn nicht den. Ja. Ein Anwärter fordert die Streiter des Ra heraus. Ja, das ist ja. Ach, du Heiliger. Ist nicht so schlimm, das sind nur kleine Löwen. Wir gehen schnell down. Tiger. Das war's schon?
Ja, ja. Wow. Ich glaube halt wirklich, dass es ein bisschen mit der Welle zu tun hatte. Der Zombie gerade hatte einfach nur Rüstung und die mussten wir kaputt machen. Ich wette, der hätte auch weniger ausgehalten, okay, wenn er von Anfang an den Helm nicht getragen hätte. Sollen wir schon eine Shotgun oder so kaufen oder ist das alles? Na, die Shotgun. Momentan sehe ich die noch nicht. Vielleicht, wenn sie gepuncht ist, aber. Ich würde sonst empfehle ich euch gerne die SK-Gott. Die gibt's hier, wo ich bin. Da, wo du gerade vorbeigelaufen bist. Die hier fand ich eigentlich ganz gut, ja. Ich habe noch die Garrison bei mir. Die ist eigentlich auch gar nicht so mies. Ist halt eine Pistole. So, ich glaube, wir sollten weitermachen. Soll ich killen? Ja, eine Welle machen wir auf jeden Fall. Danach, wir machen ja erst den nächsten. Und dann gleich wieder ein bisschen Kohle vielleicht für die nächste Tür aufheben. Ich habe auch noch Kohle sonst. So, denkt dran, man hat hier echt nicht so viel Platz. Also hier ist das Ausweichen noch wichtiger als in den anderen Leveln, finde ich. Weil du hier wirklich schnell getrappt wirst. Der einfach ist halt wirklich in der Arena und in der Mitte. Nee, ist auch nicht mehr so einfach. Da kommt jetzt Feuer. Ach, der stimmt ja, da war ja was. Na, oh Gott, nein, zu schnell um. Ja, ich einen Schuss mit der CZ und das Ding ist. Ja, richtig. Und. Genau, das hatte ich auch. Ich wollte den halt auch nur anschießen und dann. Ja, okay, drei Knives brauchst du pro Zombie. Wow. So, nächste Challenge. Heiliger. Vielleicht in Fuß? Nein, ich stück in Fuß. Okay. Ein Preis kann eingefordert werden. Habt ihr noch wen? Ja, hier leben auf jeden Fall noch welche. Okay, lass mich schnell. Wo bist du? Unten Rathempel. Oben ist er. Wo du mir entgegenkommen bist, war auch einer da. Pete, ich schaff's nicht mehr. Ah, fuck. So, ich kann hier jetzt einfach meine Belohnung abholen, richtig? Genau, du gehst in dein Feuer und so. Ich hätte blau. Und es ihm ins Maul stopfen. Die Dinger spawnen immer an mir. Kamikaze spawnt aber. So, wir sollten jetzt auf jeden Fall in dem Run noch den nächsten Tempel aufmachen. Ich habe meine Aufgabe nochmal abgeschlossen. Ja, bin auch schon bei 3 gerade. Welche sollen wir aufmachen? Eine von der anderen Seite, ne? Welcher ist egal. Okay, ich mach auf. Ich bin auf dem Weg. Also Zugriff von dieser Seite ist noch einer. Ja, dann musst du den. Ach, in dem Moment, in dem du dich für eine Seite entschieden hast, musst du durch den Untergrund gehen bei der, bei der anderen. Okay, ja. Okay. Du hast einen, Maxi, töt den mal nicht, weil dann mache ich die anderen. Ich muss noch knifen in den ersten Runden jetzt. Dann gehen wir mal unten durch. Ich hab eine Tür aufgekauft. Ja, ich bin hinter meine dir. Drei sind ja, schon. Warte. Ich aber du hast die letzten Runden schon gekauft. Ich nehm den jetzt. Dann kannst du ein bisschen mit hier den anderen wieder laufen. Genau zur anderen Seite. Ja, und dann hier vorbeikommen. Nein, jetzt hab ich den Weg. Hier, glaube ich. Ja, 1750. Den hätte ich gar nicht kaufen können. Noch weiter rum. Die Mitte ist riesig hier unten. Ja, ja, da sind auch die. Ist das eine Falle? Und 2000 brauchen wir dann gleich. Habe ich nicht, hast du auch nicht, oder? Nee, ich habe auch keine 2000. Okay. Ja, sollten wir vielleicht machen, oder? Jetzt noch? Ja, wir sollten vielleicht noch einen Tempel schaffen. Hier ist übrigens eine Top-Waffe an der Wand. Die hier. Die Maddox. Die ist richtig gut. Ja, ja, die ist richtig gut. Ja, die Tür hier. Welcher ist egal, ja. Alles klar. Oh, müssen wir jetzt noch einen auf dem Weg nach oben öffnen? Oder was? Nee, nach oben glaube ich nicht. Okay. So, hier unten könnten aber immer noch Teile liegen, also immer in den Tempeln im unteren Bereich zum Aufheben. Hier? Wer Leben brennt, brennt auch im Tod. Wir lachen uns eben den Boss mal bevor. Das ist der Weg solcher Männer. Vielleicht finden wir in der Asche endlich. Der muss da noch nicht rüber kaufen. Der Gong ist hier auf der Seite. Ja, ich wollte es nicht. Ein Anwärter fordert den Streiter des Odin heraus. Zwei Stücke. Oh Mann, siehst du den mit den Klingen? Weil er sieht uns schon. Und wieder kommt der Axtmann. Und wieder muss ich den Platz machen. Nicht konnte dran beißen. Nee, der hat die Axt nach mir geworfen. Oh, das ist aber unhöflich. Hey. Helm ist ab, einer ist down. Sehr schön. Gibt ja keinen. Kein Rectifier. Ja. Ich
Jetzt können wir durch. Sehr gut. Ach, das ist Odin, das habe ich das erste Mal nicht verstanden. 2250 brauchen wir dann, um auf die andere Seite zu kommen. Habe ich, theoretisch. Wenn wir es aufmachen wollen, die Runde noch. Wir wollten gerade sagen, wir könnten ihm den Zombie abnehmen und dann könnten wir... Ja, irgendwann wird er aber sterben. Ja. Das ist richtig. Also sollen wir lassen, die nächste Runde oder? Aufmachen? Ja, dann kill den lieber. Eine schaffen wir noch. Soll ich ihn jetzt machen? Ja, ich gucke mich mal hier unten um, ob wir was finden. So, ist tot. Sehr gut. Bin stolz auf dich. Danke, das bedeutet mir viel. So, wo muss ich denn eigentlich lang? Hier vorne wart ihr nämlich weitergegangen, glaube ich. Dann komme ich nämlich mal in eure Richtung. Ja, genau, einfach. Ihr seid runter im Keller, oder? Genau, unten durch den Keller auf die andere Seite und dann. Denkt dran, eure Ulti zu benutzen, weil ihr levelt sie ja. Oh, hier ist ein Bowie. Das Bowie Knife ist hier keine eigenständige Waffe, sondern levelt deinen Nahkampfangriff. Bedeutet das im Endeffekt, okay, damit kann ich mein Ding leichter machen. Ich hole mir das jetzt wirklich. Ah, die Messerkills. Ja, weil ich muss die Messerkills noch machen. Ja, okay, jetzt kann ich die Messerkills easy machen. Sonst hätte ich jetzt schon 5-6 Mal Knife geschossen. Okay, hier sind noch Zombies. Lass die mal leben für eure Aufgaben. So, ich habe meine Aufgabe fertig. Ich habe auch meine Aufgabe fertig. Ihr habt noch welche, ja? Ja, ja, hier sind noch mehrere. Irgendeinem Keller laufen noch welche rum. Hier rumlaufen hier im Keller, aber ich will die halt jetzt gerade nicht hauen. Gott, wo geht's denn nochmal hoch? Ja, ich bin glaube ich auch falsch. Ja, oh Gott, wie viel. Was ist denn hier unten noch alles? Holy shit. Ja, hier unten ist richtig los. Ja, unten bei den ägyptischen. Man kann da. Was kann man denn am Altar speisen? Was? Bei dem Altar? Ja. In der Mitte? Da kommen die Köpfe gleich drauf. Ui. Okay. Ah, deswegen auch Altar speisen, das heißt. Opfergaben. Ja. Nom nom nom. Lecker, lecker Opfer. Oh, und hier ist die mysteriöse Kiste unten. Kann sich gleich eigentlich mal eine Waffe gönnen. Ja, aber der Weg zurück. In der Arena ist da gerade Feuer, wisst ihr das? Ist immer. Bedeutet aber, ich komme noch zum Altar, oder? Also ja, ja, das Feuer geht an und wieder aus und dann an und wieder aus. Hat eigentlich also einer gerade die Zombies bei sich oder so? Ich nicht, ne. Ich auch nicht. Also ich weiß, wir haben noch ganz viele, aber... Ja, ja, hier laufen überall auf der Karte rum, aber wo genau? Ich kann die Belohnung einfordern oder kann sie ablehnen. Wenn ich sie ablehne, kommt keine neue, ne? Es kann Reroll. Ne, du kriegst keine neue Belohnung, aber eine neue Quest. Okay, ja, weil ich habe hier theoretisch Geld ab. Ich glaube, Kundron hat dasselbe. Ja. Dieses Geldpower. Es gibt halt manchmal eine Belohnung, da kriegst du eine Waffe. So, und die kannst du halt ablehnen, weil du ja dann einen davon von dir ablegen würdest. Wir haben noch zwei Zocken, ich nehm die jetzt einfach an. Ja. Ich mach schnell den Boss noch. Ja. Haben wir noch einige, ja. Ich nehme meine auch mal an, das schadet nicht, es hat ein Power-Up mehr, das halt jetzt läuft. Wie sieht's aus? Wir haben ja noch. Was ist das für eine Quest? Wollt ihr mich verarschen? Was denn? Für Movement-Gruppe gemacht. Rutschen Sie unter der Klingenfalle hindurch, ohne Schaden zu nehmen. Da ja, du hast dein Geld hier oben liegen lassen. Das gab Geld? Ja, hier liegt so Geld. Oh, ich habe schnell. Okay, nevermind. Ja. Das hat abgefangen zu klingen. Ach so, das hätte man nochmal einsammeln müssen. Ja, ja. Na, wir sollten vielleicht einfach mal auf einen reduzieren hier. Okay, hab einen gebissen. Ich hab hier vier Stück hinter mir. Okay. Das ist dann Ulti, ja. Drei noch. Keinen okay, mehr. Kundron hat alle gekillt, ich hab meinen noch. Okay. Weil ich guck nochmal unten, ob da noch mehr sind. Was ist denn meine Spezialwaffe? Ist das meine Ulti? Oder ist ja, das? Ja, hab ich gerade gefragt, ja. Achso, schön. Okay. Ich war gerade mit den Zombies hier. Ich bin. Achso, stimmt, wir müssen unsere Ulti unbedingt in der nächsten Runde oder so mal einsetzen. So, die Champions sind alle tot. So. Okay. Nehmen wir mal eben eine Special-Waffe holen. Die Chakram sind bereit, na super.